Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Ungarn spitzt sich der Konflikt zwischen Behörden und Flüchtlingen zu. Immer verzweifelter dringen die Menschen auf eine Ausreise nach Deutschland oder Österreich. Viele suchen nun auf eigene Faust nach Auswegen. Sie brechen aus streng bewachten Lagern aus und überwinden Polizeisperren. In Röske an der Grenze zu Serbien und in Bitschke, wo Hunderte sich geweigert hatten, überhaupt erst in ein Lager gebracht zu werden. Von Budapest haben sich hunderte Flüchtlinge zu Fuß auf den Weg nach Österreich gemacht. Die Lage der Flüchtlinge wurde unerträglich. Sie wollten nicht mehr warten. Deshalb sind jetzt Tausende zu Fuß unterwegs von Budapest nach Wien. 240 Kilometer Fußmarsch. Mehrere Tage werden sie dafür wohl brauchen. Am Mittag durch Budapest eskortiert von der ungarischen Polizei über Hauptstraßen und Autobahnen. Wir sind friedlich, wir wollen nicht kämpfen, wir wollen keine Probleme. Alle Menschen hier haben entschieden, nach Österreich zu laufen. Wir haben keine andere Wahl. Manche waren seit Tagen im Budapester Ostbahnhof festgesessen, ohne Aussicht, einen der Züge Richtung Westen zu besteigen. Deshalb jetzt der Fußmarsch. Auch sie wollten nach Deutschland, die Menschen auf dem Bahnhof in Bitschke. Mehr als 24 Stunden saßen sie fest, belagert von der ungarischen Polizei. Auf Anordnung der ungarischen Regierung sollten sich die Flüchtlinge vor der Weiterfahrt nach Österreich in einem nahen Erstaufnahmelager registrieren. Das verweigerten die meisten, traten in einen Hungerstreik. Am Nachmittag rüstete sich die Polizei für eine Stürmung der Züge. Die Flüchtlinge gaben daraufhin auf und wurden in Bussen weggefahren. Nahe dem Erstaufnahmelager Bitschke ist heute ein Flüchtling gestorben. Der 50-Jährige wurde zusammengebrochen auf den Schienen gefunden. Eine Reanimation sei vergeblich gewesen, erklärten Rettungskräfte. Zahlreiche Flüchtlinge hatten versucht, aus dem Lager auszubrechen. Unterdessen kam es auch im Flüchtlingslager im südungarischen Röcske zu dramatischen Szenen. Gegen Mittag stürmten hunderte Flüchtlinge aus dem Lager. Die Polizei setzte Tränengas ein. Viele von ihnen wurden dann an der Autobahn Richtung Serbien aufgegriffen. Laut Medienberichten waren sie über die langsame Bearbeitung ihrer Fälle aufgebracht. Am späten Nachmittag gab es erneut Zusammenstöße in Budapest. Fußball-Hooligans provozierten Flüchtlinge auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem heutigen Länderspiel Ungarn-Rumänien. Nur mit Mühe gelang es der Polizei, die Randalierer und die Flüchtlinge zu trennen. Zur aktuellen Situation in Ungarn nun Anna Tillack live aus Budapest. Hier auf dem Platz vor dem Bahnhof in Budapest hat man das Gefühl, dass die Nerven bei vielen Flüchtlingen blank liegen. Es kam heute immer wieder zu interessanten Szenen, vor allem als Hooligans das Bahnhofsgebäude verlassen haben. Da hatte man das Gefühl, die Lage könnte eskalieren. Es kam zu Gerangel, es kam zu Schreien, es wurden Flaschen geworfen. Also insgesamt war die Lage sehr, sehr angespannt und man hat das Gefühl, lange ist das so hier auf diesem Platz nicht mehr tragbar. Viele haben dann versucht, das Elend dieses Platzes zu verlassen. Sie haben sich auf einen Fußmarsch begeben in Richtung Wien. Allerdings ist dieser Weg sehr, sehr lang. Es war heute heiß, die Menschen sind erschöpft und es ist noch überhaupt nicht klar, wo die Menschen überhaupt ein Nachtlager, ein sicheres Nachtlager finden können. Insgesamt haben wir heute also sehr viele bewegende Bilder gesehen. Menschen in einem 1 Kilometer langen Zug, die sich Richtung Westen bewegen, mit Sack und Pack und kleinen Kindern dabei. Und da muss man sagen, das sind Bilder, die man so in einem europäischen Land nicht erwartet hat. Und damit zurück nach Hamburg. Auf der griechischen Insel Lesbos hat es Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und der Polizei gegeben. Die Polizisten setzten Tränengas ein, als hunderte Menschen versuchten, eine Fähre zu stürmen. Auf mehreren griechischen Inseln warten tausende Flüchtlinge auf ihre Weiterfahrt. Bei einem Besuch auf Kos versprach der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans finanzielle und technische Unterstützung. Die EU bleibt in der Flüchtlingspolitik gespalten. Ungarn, Polen, die Slowakei und Tschechien sind nicht bereit, einer verbindlichen Quotenregelung für die Aufnahme von Flüchtlingen zuzustimmen. Das machten die 4 Regierungschefs bei einem Treffen in Prag deutlich. Ungarns Ministerpräsident Orbán, dessen harter Kurs EU-weit umstritten ist, wies den Vorwurf mangelnder Solidarität zurück. Es gehe ihm darum, die Bürger Ungarns zu schützen und deren Sicherheit zu gewährleisten. Kein Einlenken, keine Kompromisse.
In der Flüchtlingspolitik sind sich die vier östlichen EU-Staaten einig, wie selten, keine festen Quoten. Zudem unterstützen Tschechien, die Slowakei und Polen ausdrücklich den harten Kurs Ungarns beim Umgang mit Flüchtlingen. Wir sind bereit, Solidarität zu zeigen, aber nur auf freiwilliger Basis. Wir lehnen ein Quotensystem, das feste, verpflichtende Verteilungsmechanismen einführen würde, strikt ab. Ähnlich wie in den Nachbarstaaten liegt der Ausländeranteil in Tschechien bei nur 4%. Trotzdem geht das Land ähnlich wie Ungarn rigoros gegen Flüchtlinge vor. Strenge Kontrollen, Einsperren in Abschiebelager für 42 Tage. Die Regierungen der vier EU-Ostländer wollen am liebsten überhaupt keine Flüchtlinge haben. Verpflichtende Mechanismen für die Verteilung von Flüchtlingen in Europa sind für unsere vier Länder absolut unannehmbar. Scharfer Angriff Richtung Brüssel. Tschechiens Ministerpräsident Sobotka bezeichnete den Umgang mit der Flüchtlingskrise in Europa als Chaos. Die Lösung der EU-Oststaaten, den Schutz der Grenzen und den Kampf gegen Schleuser erheblich verstärken. Einziger Kompromissvorschlag: Tschechien und die Slowakei können sich einen Bahnkorridor für syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland vorstellen. Der harte Kurs der vier östlichen EU-Länder folgt der Meinung der Bevölkerung. So sind nach einer jüngsten Umfrage zum Beispiel 94% der Tschechen dafür, dass die EU alle Flüchtlinge sofort zurückschickt. Humanität und Solidarität sehen anders aus, beklagen nicht Regierungsorganisationen. Der Streit über die Flüchtlingspolitik wird auch auf der Ratssitzung der EU-Außenminister in Luxemburg ausgetragen. Es ist das erste hochrangige Treffen zur Krise seit Wochen. Beim EU-Gipfel im Juni hatten sich die Staats- und Regierungschefs lediglich darauf geeinigt, eine Verteilung von 40.000 Flüchtlingen anzustreben, um Griechenland und Italien zu entlasten. Eine Pflicht zur Aufnahme wurde ebenso wenig vereinbart wie eine Quotenregelung. Darauf dringen jetzt Deutschland, Frankreich und die EU-Kommission. Und wieder kommen sie zusammen und reden über das Flüchtlingsdrama. Und wieder werden sie wohl keine Entscheidungen fällen. Die Kritik wird lauter, auch in den eigenen Reihen, bei den Außenministern. Das regt mich schon auf, gebe ich ehrlich zu, warum wir in dieser Krise so langsam agieren. In der Finanzkrise war es möglich, fast dauernd zusammenzutreffen und Lösungen zu finden. Hier wirkt es so, als ist es eine extreme Überwindung, dass die Themen überhaupt diskutiert werden. Vorwürfe Richtung Ungarn, doch der Außenminister weist alle Schuld von sich. Budapest würde im Umgang mit den Menschen auf der Flucht doch alle Vorgaben befolgen. Es ist unangemessen, dass einige europäische Politiker uns die Schuld zuschieben wollen. Ungarn nennt die Dinge doch nur beim Namen. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, dass wir hier kritisiert werden, obwohl wir doch nur die Asylregeln der EU befolgen. Auch der deutsche Außenminister warnt vor schnellen Schuldzuweisungen. Man müsse endlich wieder miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Wir müssen in einen anderen Modus der Zusammenarbeit kommen. Der Geist, der hier herrschen muss und auch an den nächsten Zusammentreffen, muss einer sein, der sagt: Europa darf sich auch im Angesicht einer solchen Herausforderung nicht auseinanderdividieren lassen. Noch bis morgen tagen die Minister in Luxemburg. Mit Entscheidungen ist nicht zu rechnen. Während die Außenminister noch verhandeln, erhöht die EU-Kommission den Druck. Kommissionschef Juncker will offenbar mehr als 100.000 Bürgerkriegsflüchtlinge fairer und gerechter auf die Mitgliedstaaten verteilen. Beobachter sind skeptisch, ob das klappen kann. Denn schon Junckers letzter Verteilungsplan scheiterte am Nein einiger Regierungen. Und da ging es nur um 40.000 Migranten. Jetzt geht es um mehr als 100.000 Menschen. Großbritannien will mehrere tausend syrische Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen. Das teilte der britische Premierminister Cameron mit. Seine konservative Regierung hatte bislang einen eher harten Kurs in der Flüchtlingspolitik gefahren. In den vergangenen Tagen jedoch hatte die verzweifelte Situation der syrischen Flüchtlinge die britische Öffentlichkeit stark bewegt. Cameron kündigte bei einem Besuch in Lissabon zudem an, die Menschen direkt aus den syrischen Flüchtlingslagern nach Großbritannien zu holen. Gekommen war Premier Cameron nach Portugal, um für eine EU-Reform zu werben. Mehr Rechte, weniger Pflichten für Großbritannien. Doch am Flüchtlingsthema kommt er nicht vorbei. Großbritannien bewegt sich ein wenig.
Wir werden mehr tun und tausende Flüchtlinge mehr umsiedeln. Wir bleiben bei unserem Ansatz, sie direkt aus den Flüchtlingslagern herzubringen. Schon bisher hat Großbritannien aus Lagern an der syrischen Grenze vor allem Opfer von Folter und sexueller Gewalt ausgeflogen, insgesamt 216 Flüchtlinge. Rund 5000 kamen seit 2011 auf eigene Faust und beantragten Asyl. Hilfe für Flüchtlinge wie hier in London formiert sich nur langsam. Gespendet wird wenig, auch weil es eben kaum bedürftige Empfänger gibt auf der Insel. In einer Online-Petition fordern über 370.000 Briten mehr, Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch heute beherrscht das Schicksal des ertrunkenen Aylan die Titelseiten. Druck auf Cameron, auch von der Opposition. Großbritannien verhält sich völlig unangemessen. Wir sollten nicht 10 oder 20, sondern 10 oder 20.000 Flüchtlinge aufnehmen. Gleichzeitig erinnert die extrem rechte Unabhängigkeitspartei Cameron heute in London an sein Versprechen, keine zusätzlichen Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Dilemma für den Premierminister. David Cameron will einige tausend Flüchtlinge aus syrischen Lagern aufnehmen. Um hunderttausende Flüchtlinge in Europa kümmert er sich nicht. Das ist auch ein Signal an die EU. Weitere Flüchtlinge aus Europa aufzunehmen, dazu ist Großbritannien nach wie vor nicht bereit. Die Bundesregierung will am Sonntag darüber beraten, wie die hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland versorgt und eingegliedert werden können. Zur Vorbereitung des Treffens kam heute die SPD-Bundestagsfraktion in Mainz zu einer Klausur zusammen. Dabei zeigte sich, dass die Sozialdemokraten in vielen Bereichen mit der Union weitgehend übereinstimmen. Auch der Streit über eine mögliche Grundgesetzänderung konnte entschärft werden. Immer mehr Menschen aus Syrien, dem Irak oder vom Westbalkan kommen nach Deutschland. Die meisten Unterkünfte sind längst überfüllt. Neue könnten zwar gebaut werden, wegen gesetzlicher Vorgaben dauert das aber oft länger als nötig. Das wollen Union und SPD nun ändern. Wenn wir 100.000 zusätzliche Plätze in der Erstaufnahme in kurzer Zeit schaffen wollen, dann brauchen wir mindestens für einen befristeten Zeitraum eine Abweichung von den komplizierten Standards im Baurecht, im Umweltrecht, im Vergaberecht. Wenn dazu eine Änderung des Grundgesetzes notwendig ist, dann sind wir dazu bereit. Das Recht auf Asyl aus Artikel 16 Grundgesetz wird dagegen wohl nicht eingeschränkt. In der Union war das in den vergangenen Tagen diskutiert worden. Also eines ist klar, auch die Union will nicht Hand anlegen an den Artikel 16a des Grundgesetzes. Unser Grundrecht auf Asyl steht nicht zur Disposition. Damit bleiben beim Thema Flüchtlinge in der Großen Koalition nur wenige Streitpunkte. Die Union möchte zum Beispiel das Taschengeld für die Flüchtlinge komplett durch Sachleistungen ersetzen. Die SPD will vor allem die Fluchtursachen besser bekämpfen. Wir brauchen sowas wie einen Marshallplan aus Europa für Osteuropa. Wir müssen den Nachbarstaaten, der Krisenstaaten, dem Libanon, Jordanien, der Türkei helfen, wenn die Welternährungsorganisation nicht mal mehr Geld hat, um Flüchtlinge dort zu ernähren, dann werden noch mehr Menschen sich auf den Weg machen, um nach Europa zu kommen. Wie das geschehen soll, besprechen Union und SPD beim Koalitionsgipfel am Sonntag. Alle anderen Themen sind von der Tagesordnung gestrichen. Die Bundesregierung will sich im Rahmen der EU-Mission im Mittelmeer militärisch an der Jagd auf Schleuser beteiligen. Das hat das Auswärtige Amt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios heute Abend den Fraktionen im Bundestag mitgeteilt. Da bei dem Einsatz auch der Gebrauch von Schusswaffen erlaubt sein soll, ist die Zustimmung des Bundestages nötig. Die EU-Mission hatte sich bisher auf die Rettung von Flüchtlingen beschränkt. Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Heppenheim sind in der Nacht 5 Bewohner verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das Feuer war hinter der Eingangstür ausgebrochen. Einen technischen Defekt schlossen die Ermittler als Ursache aus. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde oder versehentlich entstand, sei aber noch unklar, erklärte die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Weitere Reportagen und Bilder zur Flüchtlingskrise in Europa finden Sie auf tagesschau.de. In einem Interview mit dem Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel gehen wir außerdem der Frage nach, wie die Aufnahme von Flüchtlingen die deutsche Gesellschaft verändern könnte. Wenn Sie für Flüchtlinge spenden möchten, können Sie dies tun unter Stichwort ARD Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder im Internet unter www.spendenkonto-nothilfe.de. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat ihr Zerstörungswerk in der syrischen Ruinenstadt Palmyra fortgesetzt. Das teilte die syrische Antikenbehörde mit.
Auf Satellitenaufnahmen aus den vergangenen Tagen sei festzustellen, dass drei der schönsten und am besten erhaltenen Grabtürme aus der Antike nicht mehr zu sehen seien. Der IS hatte Palmyra im Mai erobert und seitdem bereits zwei alte Tempel zerstört. Die CSU hat heute in einem Festakt an ihren langjährigen Spitzenpolitiker Franz Josef Strauß erinnert. Strauß wäre am kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden. Bayerns Ministerpräsident Seehofer würdigte ihn als einen der Baumeister der Bundesrepublik Deutschland. Strauß war Minister in mehreren Bundesregierungen und knapp 10 Jahre bayerischer Ministerpräsident. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. September. Ein Sturmtief verlagert sich nach Südschweden und bringt uns am Wochenende frühherbstliches Wetter. In der Nacht gibt es in der Nordwesthälfte einige Schauer, vereinzelt Gewitter, in Alpennähe Regen, sonst ist es meist trocken. Der Tag startet zwischen Main und Donau noch freundlich, sonst gibt es teils Auflockerungen, teils dichte Wolken mit Schauern, in Küstennähe auch Gewitter, dazu im Norden windig bis stürmisch. In der Nacht Abkühlung auf Werte zwischen 14 und 4 Grad, morgen nur noch am Oberrhein 20, sonst 12 bis 19 Grad. Am Sonntag viele Wolken mit Schauern, in der Nordosthälfte auch Gewitter und sehr windig. Am Montag im Norden auch längere freundliche Abschnitte, sonst weiter wechselhaft. Dienstag nur noch einzelne Schauer und gebietsweise Sonnenschein. Um 21.45 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Dramatische Entwicklung, warum die ungarische Regierung so hart gegen die Flüchtlinge vorgeht. Und Bye-bye TV, wie Smartphones Fernsehern den Rang ablaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.